Was macht der Hexer nach Sions Gesang und Suff? Er geht erstmal ganz gepflegt in den Puff. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 91. Tja, denn wir haben den Auftrag erhalten, oder was heißt den Auftrag erhalten? Nein, den Hinweis vor allen Dingen, durch die Traumdeuterin Corinne Tilly, oder so hieß sie, ne? Da sollten wir jetzt ins Rosmarin und Thymian gehen. Ja, nach Gewürzen hat sich das hier benannt, dieser Puff. Den Rittersporn geerbt haben soll. Ja, und warum er den geerbt hat, ja, das werden wir jetzt erfahren. Und warum... Moment, es ist verschlossen. Das ist jetzt ungünstig. Ja, dann muss ich da einen anderen Weg hinein suchen. Zunächst einmal vielleicht von vorne. Ne? Versuchen wir es einfach mal zur Abwechslung mit dem Vordereingang. Ja, Hintereingänge benutzen wir ja sonst immer. Also das hat sich auch so ein... Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Oh, speichert euch hier direkt. Wir wollten nur... Hat sich so eingependelt, würde ich sagen. Verpisst euch! Ja, na, gehen wir einfach mal hier rein. Ne? Aha, es beginnt auch direkt eine Zwischensequenz. Oh, Leute. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Da sieht's ja schön leer aus. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. So, Alter, kennen wir doch auch wie noch. Immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Oh, oh. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Na klar. Mit Vergnügen. Ja, mit Soltan noch immer, ne? Jungs, wir können die nicht umbringen. Können wir auch unser Schwert? Ja. Also ich würde schon gerne mein Schwert ziehen. Ich kann nicht mal meine... ich muss mich wirklich nur prügeln mit denen. Oder kann mich nur prügeln mit denen. Mehr kann ich hier nicht. Verdammt. Problem ist nur, dass ich hier ordentlich die Hucke voll kriege von denen. Verdammt. Komm, Soldat, hilf mir. Ja, das ist Todesmarsch. Da hauen die hier ordentlich zu. Nicht wie irgendwelche kleinen Mädchen, sondern, aua. Komm, Soldat. Ja, genau, machen wir den Rest, ja. Super. Bin zwar halb tot, aber egal. Quest bestanden. Also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Soldat, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Anscheinend nicht. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Tja, ich suche nach Ciri. Damit will ich dich nicht belästigen. Doch, wer weiß ja es vielleicht um was. Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn, ja? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Tja. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ah. Die Mätressenliste. Untersuche das Erdgeschoss mit Hilfe deiner Hexersinn nach Hinweisen. Ja. Aber hier ist ja auch irgendein Anschlag, ne? Gucken wir uns das erstmal an hier. Aha. Der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe?
Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Eieieiei. Das ist schon Süßholzgeraspel 3.0, würde ich mal sagen. Brief von Bumil de Rabbe. Lesen. Verehrter Viscount, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmt unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau, Baronin Dovlet, so tief. Also, in gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzerten. Bumilde Rabbe. Sehr cool. Aha, also da ist definitiv die Rede von... Aus den besten Weingärten. Rittersporn. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Da ist nur Schnaps drin. Kein Wein. Ja. Ja, da haben wir uns beim ersten Mal, als wir hier... ach ja, das ist unser Lager, genau. Als wir hier versehentlich reingepoltert sind... Gerald, Kumpel. Ja. Da haben wir uns dann doch nicht geirrt, ne? Ich dachte, das wäre eine Unterkunft für irgendwelche Landstreicher. Es ist also erstmal dazu geworden, ne? Also das war es noch nicht. Das war eigentlich ein Puff, ne? Aber ja. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Ne. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Warte mal, ich war noch nicht im Keller. Sein Terminkalender. Ah. Rittersporn, Planung zum Schreien. Dann hat er sein Geschäft wohl endlich ernst genommen. Mal gucken. Geil das. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Ja, er braucht eine neue Mitarbeiterin. An seinen Eskapaden bin ich nicht interessiert. Das könnte nützlich sein, ja. Sirius, ja. Nun mal auch eine Frau, also mal gucken. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? So machen wir es. Sultan, warte. Das ist in Reimform. Auch das. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Sehr gut, dann haben wir gleich noch einen Bekannten getroffen, den guten alten Sultan. Den kennen wir natürlich auch noch aus dem zweiten Teil, ne? Klar, keine Frage. So, was haben wir denn da noch Schönes? Alkohol. Alkohol. Naja, ich kann es nach wie vor nicht aussprechen. Ich will immer Alkohol sagen, aber es heißt Alkohest, ne? Mehr nicht. Weiße, ja, Myrte können wir auch immer gebrauchen. Ja, wer weiß, weiß der Teufel, wofür das gut ist. Was macht der denn da? Gespuckt. Na, das macht es jetzt auch nicht besser. Kristallisierte Essenz. Oh, nehmen wir sie mal mit. Kann ja vielleicht doch mal Saufzeug gibt es überall. Saufzeug, das müssen wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Das können wir immer noch bei Bedarf machen. Außer Alkohest, das brauchen wir immer. Brief von einer weiblichen Bewunderin. Sehr cool. Wollen wir uns auch gleich mal durchlesen. Die Kraft deines fesselnden Blicks. Mein Antlitz so rot und heiß. Also das hat er doch vorgelesen gehabt, der gute Sultan, oder?
Ach, das ist jetzt die Liste, der Sponsor-Terminkalender. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das? Ach so, das hatten wir schon. Ja, gut. Das ist ja eher interessant hier, diese Liste, ne? Für unsere Quest ist die jetzt sehr relevant. Wunderbar. Da werden sie schon markiert. Ui, wir steigen ja bald wieder auf. Ja, ich sag ja, ne? Das lohnt sich hier, irgendwelche Quests zu machen. Das bringt viel mehr als 1000 Monster auf die Schnauze zu hauen, auf Deutsch gesagt. Ey, mach mal nicht das Licht aus. Genau. An die Funzel. Warum wird denn hier eine Markierung? Ach so. Das soll dann. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Oh, nach allen. Okay. Quatsch. Nein, nun, Moment. Ich weiß, was ich wissen wollte. Nee, warte mal. Ich habe noch eine Frage zum Kalender. Klar, bin ganz Ohr. Eine Frage ist gut. Zu allen Mätressen. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Marabella. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Herrlich. Na, ein Rollenspiel halt, ne? Aber jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Rollenspiel. Vespula. Vespula. Kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Anscheinend. Rosa Fatre. Scheint ohne Adlige zu sein. Spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehabt. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Baatre, ist ihr Vater zufällig der Nilfgaardische Botschafter? Ach, genau der. Oh, nee. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Mhm. Ich habe im Palast in Vysima kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Oh, okay. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Okay. Nicht, dass wir gegen ihn noch kämpfen müssen. Elihal. Coole Namen. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Alles klar, dann wissen wir jetzt alles, denke ich mal. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe.
So, okay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich dennoch ein bisschen im Keller umsehen. Ne? Irgendwo hat er doch was vom Keller gebrabbelt. Ja, das nehmen wir auch noch mit hier. Looten wir noch ein bisschen nebenbei. Zumindest das, was die hier noch übrig gelassen haben, die Landstreicher. So, Meister Olive nehmen wir mal mit hier. Ja, wie gesagt, das so viel Zeug brauchen wir nicht. Ist da nicht noch irgendwas zum Brief von Fran? Haben wir das schon? Wann kehrst du nach Zidaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herren um einen freien Tag. Ja, also die Briefe haben sie jetzt zum Glück noch hier gelassen, sodass wir hier den Hinweisen auf den Grund gehen können. So, aber hier geht's nur nach oben. Lieber Sultan, also irgendwie ist hier kein Keller. Ah, oder soll das hier der Keller sein? Kann ich mir auch schwerlich vorstellen, oder? Ja, also hier ist dann quasi unsere kleine Basis in Novigrad. Übrigens gibt es die Stadt wirklich, ja, also in Kroatien, glaube ich. Ja, da gibt es eine Stadt, die exakt genauso heißt und genauso geschrieben wird. Zumindest auf Deutsch, ne? Nifka, Zitronenblau. Ah, Moment, das Fläschchen brauchen wir. So, ja, gucken wir uns hier nochmal hier oben. Gott, sind hier viele Zimmer. Wow, es lohnt sich ja hier. Ja, wieder ein Suffzeug. Warum haben die ein Tonsuffzeug versteckt? Na gut, das waren die Kühlschränke des Mittelalters vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber Bier hält sich ja sowieso, das schmeckt dann irgendwann relativ schal. Also, boah. Schales Bier. Habt ihr schon mal schales Bier getrunken? Das ist bestimmt eklig. Also das heißt bestimmt, das ist garantiert eklig. Also bin zum Glück noch nicht in das Vergnügen geraten. Moment. Oder hatte noch nicht das Vergnügen, so sagt man das ja, ne? Ja, nehmen wir das auch mal mit ein bisschen Suftzeug. Kann ja nicht schaden. Vielleicht mal für die eine oder andere Quest. Oh, doch. Das Erz nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir dankend an. Das nicht. Kerzenhalter brauche ich nicht. Altes Bärenfell, wunderschön. Ja, ich will mich jetzt auch hier nicht lange aufhalten. Nur so das Wichtigste mitnehmen. Oder zumindest die Dinge, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. Oder wichtig sein könnten in naher Zukunft. Ja. Ja, Kuhmilch mal wieder. Oh, na. Ich habe mich schon gewundert, warum hier keine Kuhmilch weiter ist. Hier hat es mehr Alkohol. Was ja auch irgendwie Sinn macht. In so einem Etablissement. Oh, hier geht es ja noch höher. Nilfgaardische. Wieder der Wodka. Ach nee. Moment. Hä? Hier sind wir doch. Ja. Moment. Hier sind wir doch reingekommen, ne? Genau, ach, hier geht's weiter. Ah, nee. Nicht A. Nichts, hier ist nichts. Da ist eine Tür, die markiert wird. Nö. Okay, da waren wir schon. Dann gehen wir mal noch eine Etage höher, Leute. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ja, ich weiß, es geht gleich weiter. Versprochen, Salpeter, nehmen wir gerne. Ah, soll Klaus es auch gern genommen. Hahaha. Was haben wir denn hier noch? Zwergenschnaps, ziemlicher Roggenschnaps. Na, pfui. Oh, hier ist mehr oder weniger eine Geheimtür. Ist eigentlich nicht wirklich, aber. Ach, da brauchen wir einen Schlüssel. Das ist ein Mist. Dies ist ja ein Mist hier. Aber ich habe jetzt bisher nirgends einen gefunden. Dabei haben wir ja alles relativ gründlich durchsucht. Moment, kann man das doppelt anvisieren hier? Diese Truhe? Naja, vielleicht kommen wir da auch erst mit Rittersporns Hilfe dahin, wenn wir ihn denn gefunden haben, heißt das. Ich hoffe mal. Aber es finde ich cool, also dass man den nicht sofort findet, sondern dass man erstmal ein bisschen sich auf die Suche begeben muss. Und das scheint ja eine sehr vielversprechende Suche zu werden. Oh. Jetzt hört man hier den Regen auf einmal. Regnet es irgendwo rein oder was? Na, ist egal. Gut, gehen wir mal weiter. Oder Moment, vielleicht können wir noch mal den Zwerg fragen nach
Soldan, verzeiht. Ich habe noch eine Frage zum Kalender. Klar, bin ganz Ohr. Nee, ich will den Schlüssel haben. Nee, okay, weiß er nicht. Gut, dann gehen wir mal direkt los. Jetzt können wir uns aussuchen, zu welcher Mätresse wir zuerst gehen wollen. Nicht noch irgendwas am Fenster? Nee, das war ja das Buch, genau. Okay, welcher Spur folge ich denn jetzt? Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Ja, Moment, ich wollte auf die Karte gucken. Was ist denn am nächsten? Oh, die sind ja alle relativ, ja, eher so in der Innenstadt, ne? Wie es aussieht. Ja, das sind auch Ausrufezeichen, also auch relativ wichtige Missionen. Ich glaube, die waren ein bisschen wichtiger als die Fragezeichen, ne? Na, obwohl, das sind ja eher nur versteckte Orte oder noch nicht erkundete Orte, diese Fragezeichen. Ja, also, hier ist eine auch in der Nähe direkt. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, ne? Also bin ich ja schon auf dem richtigen Weg, ja, ne? Ja, geradeaus muss ich. warte mal. Ich rufe mal Plötze. Die andere Taste war es, die linke. Also die L3-Taste. Das Plötze. Super. So, so. Jetzt nach rechts. War das nach rechts jetzt? Komm jetzt. Moment, ich muss nochmal kurz auf die Karte sehen, damit ich ja nicht in die falsche Richtung. Ja, gehe. Oder weiter. Ja, ist sogar der richtige Weg. Okay, na denn. Hopp im Galopp. Ja, da ist er ja schon. So ist es. Na. Wunderbar. Das ging schnell. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Aua. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Ist er schon. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Ich zahle, was sie euch schuldet. Nö. 200 Öcken, Mann. Wann kriegen wir wieder so viel Geld? Das ist ja selten, ja. Was Pula hat einen neuen Beschützer. Nee, verschwindet. Geht. Jetzt. Hör mal. Du hast vielleicht zwei Schwerter, aber wir sind zu viert. Ja, vier Männer, um einer Wäscherin Tribut abzuzahlen. Da habe ich wohl aber nicht viel zu befürchten. Da irrst du dich aber. Das ist nicht dein Tag. Wow, die sind Stufe 10. Hoff mal die. Scheiße. Hat schon wieder mein Schild nicht drauf. Was mache ich denn hier? Oh, wir müssen den Schild sollte ich mal aktivieren, ne? Moment. Du bist zuerst dran, Junge. Scheiße. Los. Ich brauch diesen Bogenschützen oder Armbrustschützen, was das war. Ist er fast tot, der Fliche. Sehr gut, einen haben wir. Das ist schon mal die halbe Miete hier. Nein, nicht wirklich. Ah, der eine ist auch geschwächt hier. Ja. Die suchen dann relativ schnell das Ferne. Oder ist die KI hier doch nicht so ausgeklügelt? Ich weiß es nicht. Ja, man kann ihn ja auch einmal einfach anvisieren, wenn die Gegner. Puh, aufpassen. Wow. Fatality, würde ich mal sagen. Fatality Kill. Also, komm. Na los. Weg mit dir. Wunderbärchen. Wo ist du denn jetzt? Die Lampedusa. Nee, Quatsch. Wie heißt sie denn? Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Danke. Oh, ich hab dich gerettet. Es war nicht der Rede wert. Ja, aber. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Ich muss dich nach Rittersporn fragen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich. Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als. Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast.
vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Ja, zu Recht, denke ich mal. Aber das ist nun mal ein Hallodri, ne? Was will sie denn von ihm erwarten? Mit wem war er beim Hafen? Okay. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurwir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Boah, na. Vorsicht, junge Frau. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Okay. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Genau. Er sucht nur Angestellte, Mensch. Wobei der Puff ganz schön heruntergekommen war. Das hatte nicht mehr viel damit zu tun, ne? Mit seinem ursprünglichen Zweck. Rittersporn und ich. Genau. Okay, danke für Glück. Danke für deine das Hilfe. War's schon. Ja. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Die kriegt nicht genug, oder was? Tja. Ey, ich steige wirklich gleich auf, wenn das so weitergeht. Cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit fortgeschritten die Folge jetzt ist, wie viel ich jetzt noch abklappern kann. Aber eine war ja auf jeden Fall hier noch in der Nähe, ne? Ich glaube, alle werde ich in dieser Folge nicht schaffen. So. Die Mätressen. Achso. Ja. Coole Musik hier, ey. Richtig genial. Was ist denn das da? Schmugglerversteck. Oh, das können wir uns wohl auch bei Gelegenheit mal ein bisschen näher ansehen. Gibt es hier schon mal häufiger, wa? In der Umgebung der Stadt. Sehr geil, Leute. Und was ist das hier? Das scheint eine Art Hauptmission zu sein. Ah, nee, das ist diese Adlige. Ja, zu der werden wir auch zum Schluss gehen, würde ich mal sagen. Erstmal gehen wir hier hin. War schon in der Richtung? Kann ich überhaupt näher ranzoomen, ja? Nee, ist schon ein. Das nächste. Ja, okay. Gaul, wo bist du? Plötze. Da ist er. Wunderbärchen. Ab los, geht's. Lauf! Hier irgendwo muss es sein. Nee, es zeigt der Fall eher. Das kannst du hier nicht tun. Ich wollte gar nichts machen. Mal sehen, ob die auch in Schwierigkeiten ist. Irgendwie kann Plötze jetzt nicht mehr kantern. Ah, doch, jetzt. Ah, die ist im Haus. Warte mal, dann gehe ich mal außen rum. Lauf, Plätze! Um die Übersicht zu wahren. So, oh Gott. Naja, ach Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Steck doch mal das Schwert weg, Junge. Nein. Falsche Seite. Okay, absteigen. Na komm. Ich muss es doch halten, Mensch, die Taste. Ja, okay. Alles klar. Ist das die schon, die besagte Frau? Nein. Die ist hier drin. Oh Gott. Ja, das ist so ein Kerl. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah,
So ist das. Warte kurz. Mhm. Kann nur jegliche Gestalt annehmen, oder? Ach du Scheiße. Du bist also geil. Ilial. Hast du mit Wintersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Ja, höchstwahrscheinlich der Gute. Oder er steht auf Transen, könnte natürlich auch sein. Das will ich gar nicht wissen. Und dann doch, ich bin neugierig. Immer ins Schlimme. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. Was das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Ach so. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Mhm. Ja, Schneiderei natürlich, ne? Wann hast du Rittersporn zuletzt gesehen? Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Tja, der wollte sich einfach mal auskotzen, der Gute. Nach dem ganzen Stress mit den Weibern. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Gut. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Oh Mann. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Oi. Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Sehr cool. Warum kleidest du dich so? Ja, gute Frage. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Ja, auf jeden Fall. Wir können damit gut leben, denke ich, ne? Danke für, deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Bin eher für Rüstung zu haben. Aber da scheint er der falsche Ansprechpartner zu sein. 120 wieder. Oh ja. Gleich steigen wir auf. Dauert nicht mehr lange. Charaktereintrag hinzugefügt. Ja, okay. Oh, und es gewittert so cool, ja, richtig Atmosphäre. Ich hört doch gar nicht mehr auf, soll ich den Eindruck, ne? Oh, die Kerze schwebt in der Luft. Das kennt man eigentlich nur aus Gothic, diese Bugs, ne? Aber in so einem riesigen Spiel, da kann das natürlich auch mal vorkommen, ne? Das ist ganz normal, das ist ja wirklich gewaltig. Mächtig gewaltig. So, die wäscht da gerade die Bäuerin. Tja, ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick verloren, was die Zeit angeht. Aber ich würde sagen, die anderen Mätressen oder was immer wir noch für Überraschungen erleben werden, klappern wir dann beim nächsten Mal ab, ne? Also denn Leute, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal und lasst mir doch ein Like da, falls euch die Folge gefallen hat. Bis dann, ich wünsche euch was, euer Chuck.